Guten Abend und hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Heute habe ich wieder eine wunderschöne Geschichte für euch, damit ihr auch gut einschlafen könnt heute Abend. Stalking Klaus. Viel Spaß. Dieses eine Mal wollten wir Weihnachten ganz anders verbringen. Mit Freunden in einem schönen Hotel auf Mallorca. Ohne den üblichen Schneeregen, ohne den üblichen Baum. Vor allem aber ohne all die üblichen fürchterlichen Verwandten. Das stimmt nicht, sagte Janina, die Tochter unserer Freunde, als wir am ersten Tag zusammen beim Frühstück saßen. Ich habe Onkel Rudolf gesehen. Manuel und Kerstin hielten kurz die Luft an. Dann begannen sie ostentativ zu lachen. Hast dich sicher getäuscht, sagte Kerstin und streichelte Janina über den Kopf. Onkel Rudolf ist weit, weit weg. Aber zum Glück ist er das, ergänzte Manuel. Aber ich habe ihn gesehen, beharrte Janina, bei den Fahrstühlen. Kerstin nahm sie lächelnd an die Hand und ging mit ihr das Frühstücksbuffet auf Muffins und Nutella inspizieren. »Wer ist denn Onkel Rudolf?« fragte ich Manuel. »Ach, nur ein Onkel von mir«, sagte er leichthin. »Ist er so schlimm?« fragte meine Liebste. Manuel lächelte tapfer. »Was er tut, hört sich nicht so schlimm an, aber es ist die Hölle.« Wir schwiegen gespannt. »Und, was tut er?« fragte ich nach einiger Zeit. Manuel holte tief Luft. »Er spielt den Weihnachtsmann.« Wir starrten ihn an. »Entschuldige, wenn ich frage«, sagte meine Liebste dann vorsichtig, »aber was genau ist daran so schlimm?« »Er hält sich tatsächlich für den Weihnachtsmann. Seit Jahren kommt er jedes Jahr wieder, obwohl Janina längst nicht mehr dran glaubt«, sagt Manuel. »Obwohl wir ihm gesagt haben, dass wir das nicht möchten. Obwohl wir ihm irgendwann ausdrücklich verboten haben, das zu tun. Umsonst. Er kommt jede Weihnachten wieder.« »Jede Weihnachten?«, fragte ich. »Obwohl ihr es nicht wollt?« »So ist es«, sagte Manuel. »Wir haben alles versucht. Ich habe ihn angeschrien, ich habe ihm sogar Hausverbot erteilt, aber er hat mir gesagt, ich sei ein böser Junge und bekäme im nächsten Jahr keine Geschenke.« »Und«, fragte meine Liebste, »hast du wirklich keine Geschenke bekommen?« Manuel starrte sie konsterniert an. »Entschuldige«, sagte meine Liebste. »Wir haben ihm die Tür nicht aufgemacht«, fuhr Manuel fort. »Er hat die ganze Nacht lang Sturm geklingelt und ist dann morgens um 6, wir hatten uns gerade hingelegt, da ist er durchs Badezimmerfenster gekommen.« »Durchs Fenster?«, fragte ich ungläubig. »Unsere Freunde wohnten im zweiten Stock.« »Er sagte, der Weihnachtsmann käme zwar normalerweise durch den Kamin, aber bei uns würde er eine Ausnahme machen«, seufzte Manuel. Meine Liebste und ich sahen einander an. »Lacht nicht«, rief Manuel. »Was sollen wir machen? Ihn wegen Stalkings anzeigen? Ihn von einem Richter verbieten lassen, sich uns zur Weihnachtszeit auf weniger als 100 Meter zu nähern? Ich hoffe, dass Janina sich geirrt hat.« »Kerstin und Manuel haben diesen Urlaub bitter nötig«, sagte meine Liebste, als wir wieder in unserem Zimmer waren. »Sie wirken etwas überspannt.« Auch Janina schien traumatisiert zu sein. Als wir uns vor dem Abendessen im Schwimmbad trafen, behauptete sie, Onkel Rudolf sei bei unserem Eintreten von einer der Badeliegen aufgesprungen und habe sich fluchtartig in die Duschen verzogen. Manuel und Kerstin lachten schon weniger. Und als wir abends im Hotelrestaurant bei Paella und Rotwein saßen, stieß sie plötzlich einen gellenden Schrei aus. »Da«, rief sie, »da ist Onkel Rudolf!« Kerstin fuhr zusammen. Manuel spähte nach allen Seiten. Einzig meine Liebste und ich bewahrten einen kühlen Kopf und fragten Janina, wo sie denn den Onkel nun schon wieder gesehen habe. »Nicht gesehen«, sagte Janina aufgeregt, »gehört, er hat mit seiner kleinen Glocke geläutet.« »Das kam aus der Küche«, erklärte meine Liebste. »Ein Signal für den Service, dass das Essen fertig ist.« »Hoffentlich hast du recht«, sagte Kerstin schaudernd. »Onkel Rudolf hat auch so eine Glocke und schon Tage vor Heiligabend verfolgt er uns damit. Vorletztes Jahr lief er in Janinas Schule immer wieder bimmelnd durch die Gänge und machte Kinder und Lehrer wahnsinnig. Sie dachten abwechselnd, der Eismann käme oder es sei Feuerwehralarm. Letztes Jahr schlich er sich dann in meine Firma. Er erzählte den Leuten vom Sicherheitsdienst, ich hätte mir das Geläute ausdrücklich gewünscht.« Meine Liebste streichelte beruhigend ihre Hand. Ich ging mit Janina zur Hotelküche, um die Sache aufzuklären und zu fragen, ob man uns die Glocke kurz zu Anschauungszwecken leihen könnte. »Nein«, sagte der Mann, der hinter der Durchreiche stand, mit runden, erstaunten Augen. »Wir verwenden hier keine Glocke. Haben Sie eine Glocke gehört?« »Ja«, sagte Janina, »ganz deutlich.« »Vielleicht«, sagte dieser Schwachkopf und zwinkerte mir hinter Janinas Rücken zu, »vielleicht ist es der Weihnachtsmann und er ist hier irgendwo in der Nähe.« »Onkel Rudolf«, schrie Janina, als wir zum Tisch zurückkehrten. »Der Mann in der Küche hat gesagt, er ist hier.« »Nein, das hat er nicht gesagt«, korrigierte ich. »Ich würde es ihm zutrauen«, sagte Manuel. »Manuel«, sagte ich
und legte ihm den Arm um die Schultern. Ihr habt offenbar ziemlich gelitten unter den Späßen dieses Onkels, aber ihr solltet versuchen, euch zu entspannen. Ihr seid hier auf Mallorca und er ist weit, weit weg. Meine Liebste und ich achteten im Verlauf des Abends sehr darauf, dass uns bei uns am Tisch nicht über Onkels oder Weihnachtsmänner gesprochen wurde, was wegen des gelegentlichen Gebimmels im Hintergrund zugegebenermaßen nicht ganz leicht war. Am nächsten Morgen kamen wir kurz nach unseren Freunden an den Frühstückstisch, gerade noch rechtzeitig, um zu hören, wie Kerstin einen leisen Schrei ausstieß. »Was ist?« fragte meine Liebste. Manuel hob wortlos und mit ausgestrecktem Arm etwas hoch, das auf dem Tisch lag. Vorsichtig nahm ich den Gegenstand in Augenschein. Es war ein handelsüblicher Schokoladenweihnachtsmann. »Also doch«, sagte Manuel finster, »er ist hier.« Meine Liebste erklärte, dass hier sei nichts weiter als eine nett gemeinte Aufmerksamkeit des Hotels, denn immerhin sei ja heute Heiligabend. »Ihr habt keine Ahnung«, sagte Manuel, stand auf und blickte sich zu allen Seiten um. »Das macht er immer, bevor er kommt und einem blamiert.« »Blamiert?«, fragte ich. Manuel ließ sich wieder auf seinen Stuhl fallen. Er kommt in seiner Weihnachtsmann-Kluft mit Rauschebart. Ganz am Anfang war das ja noch in Ordnung. Da kam er zu uns nach Hause und las uns allen verwandten Unsinn aus seinem goldenen Buch vor. Aber seit wir ihn gebeten haben, nicht mehr den Weihnachtsmann zu spielen, taucht er plötzlich überall auf. »Überall?«, fragte meine Liebste. »Anfangs beschränkte er sich auf Janina«, erzählte Kerstin. »Er kam mitten im Unterricht in ihr Klassenzimmer und sagte vor allen Kindern, Janina sei sehr ungezogen gewesen und habe ihren Lieblingsonkel, dafür hält er sich noch immer, eine Schüssel mit roter Grütze aus dem Kühlschrank weggegessen.« »Und das stimmte nicht?«, fragte meine Liebste. »Na ja, Janina hatte das tatsächlich mal gemacht«, sagte Kerstin, »aber das ist Jahre her. Dann erzählte er noch, dass Janina ihre Hausaufgaben schon ein paar Mal abgeschrieben habe, weil ihre Eltern von Mathe keine Ahnung und nur über den Trottel von Lehrer geschimpft hätten. Das Ganze verlas er in Anwesenheit des Mathelehrers.« Wir nickten mitfühlend. Als wir Onkel Rudolf ultimativ baten, seinen Weihnachtsmann-Vorstellungen sein zu lassen, tauchte er bei mir im Büro auf, erzählte Kerstin weiter, kam in mein Zimmer marschiert. Ich hatte gerade meine Sekretärin da, zückte sein Buch und las vor, ich sei oft launisch, schwachnervig und gereizt und habe einen lieben Verwandten, damit meinte er sich selbst, grundlos vor die Tür gesetzt. »Mir hat er morgens im Bus aufgelauert«, ergänzte Manuel. »Er erzählte allen, ich sei schon als Kind ein Choleriker gewesen und ich müsse an mir arbeiten, wenn ich im Erwachsenenleben keine Probleme bekommen wolle. Einige Mitfahrer dachten, sein Outfit sei eine Vorweihnachtsaktion des Verkehrsbetriebes. Andere vermuteten absurdes Theater oder ein Inkassobüro.« »Hat er denn auch wirklich Geschenke dabei?«, fragte meine Liebste. »Nüsse«, sagte Kerstin. »Aber wir haben noch nie welche bekommen, weil wir angeblich nicht brav genug waren.« Mir fiel auf, dass wir alle mittlerweile wesentlich schneller aßen als zu Beginn des Frühstücks. Nicht schnell genug. »Ho, ho, ho«, rief eine dunkle Stimme, und am Eingang des Frühstücksraums erschien eine Gestalt mit rotem Mantel, weißem Wallenbart und einem Glöckchen in der Hand. »Ho, ho, ho«, rief die Gestalt. »Ho, ho, ho«. Wir fanden unsere Freunde geduckt hinter einer Sitzgruppe in der Lobby. Sicherheitshalber begleitete ich den zu allem entschlossenen Manuel zur Rezeption, wo er sich bebend vor Zorn erkundigte, in welchem Zimmer des Hotels sein Onkel Rudolf wohne. Der Rezeptionist konnte einen Herrn dieses Namens nicht finden. »Er ist auch noch unter falschem Namen abgestiegen«, knirschte Manuel. »Vielleicht wohnt er gar nicht hier im Hotel«, vermutete ich. »Sagen Sie«, wandte sich Manuel an den Rezeptionisten, »der Weihnachtsmann, der bei Ihnen im Frühstücksraum wütet, ist er von draußen gekommen?« Im selben Augenblick erklang ein lautes »Ho, ho, ho« aus dem Frühstückssaal, stürmte der Weihnachtsmann von gerade eben, schwang sich auf ein Steckenpferd mit Rentierkopf, trabte mit wehendem Mantel unter lauten »Höher, höher« rufen dreimal um die Lobby, versprengte eine Gruppe eincheckender Japaner und verschwand winkend und in gestrecktem Galopp in einem Seitengang. »Weihnachtsmann«, erwiderte der Rezeptionist und sah uns mit runden, erstaunten Augen an. »Welchen Weihnachtsmann?« Nur Sekunden später schoss Onkel Rudolf lauthals wiehernd aus einem anderen Seitengang, rannte eine Bedienung über den Haufen, winkte Janina zu, die versuchte, sich an der Schulter ihres Vaters zu verstecken, und galoppierte, zungenschnalzend, durch die Tür nach draußen. »Lass uns abreisen«, sagte Kerstin zu Manuel, »auf der Stelle.« »Niemals«, sagte Manuel erbleichend, »diesen Gefallen tue ich ihm nicht.«
Wir einigten uns darauf, zum Mittagessen in ein malerisches Restaurant auf der anderen Seite der Insel zu fahren. Und zwar sofort. Unsere Freunde bestanden darauf, nicht den Aufzug in die Tiefgarage zu nehmen, sondern die Treppe. Als wir dort Getrappel und Glockengeklingel hörten, drehten wir um. Obwohl wir um die Wette auf sämtliche Halteknöpfe einschlugen, dauerte es eine Ewigkeit, bis ein Fahrstuhl hielt. Er war besetzt von einer Gruppe angeheiterter Engländer. Warum sie angeheitert waren, stellte sich umgehend heraus. Ho, deklamierte Onkel Rudolf in ihrer Mitte. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und oben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen. Es dauerte eine weitere Ewigkeit, bis der Aufzug in der Tiefgarage hielt. Wir verließen ihn im Laufschritt unter freundlichem Gelächter der Engländer und mit lauten Hüa, Hüa-Rufen verfolgt von Onkel Rudolf. Wir schafften es, uns knapp vor ihm in unseren Mietwagen zu werfen. Mit quietschenden Reifen raste ich aus der Tiefgarage und bog auf die schmale Küstenstraße ein. Ein Wagen folgt uns, sagte Manuel auf der Rückbank. Fahr schneller! Ich hatte eine andere Idee. Nach der nächsten Kurve fuhr ich sofort rechts ran. Onkel Rudolf wäre fast vorbeigefahren. Ho, 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 rief er, sprang aus seinem Auto und wollte sich sein Rentierpferd zwischen die Beine klemmen. Ich trat ihm entgegen. Das Spiel ist aus, Onkel Rudolf, donnerte ich und riss mit einer einzigen Bewegung seinen weißen Bart herunter. Tun Sie mir nichts, flehte der Mann von der Essensdurchreiche im Hotel. Wir wollten doch nur unseren kleinen Gästen zu Weihnachten eine Freude machen. Ihr kennt doch alle noch diese Horrorclowns. Vor S hatte doch keiner Angst vor Clowns. Nach der Geschichte hier kenne ich bestimmt ein oder zwei, die Angst vor Weihnachtsmännern haben. Das sollte sich Stephen King mal merken. Das wäre eine geile Idee. Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Winterabend und später eine gute Nacht.